Aber hier auf der Seite, ich hoffe, man kann es sehen. Da sind halt schon echt viele auch abgefallen, ne? Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Zu einem etwas besonderen Vlog, weil so wie ich eben gesehen habe, ist das einfach schon das 100. Video, was wir hochladen. Das ist irgendwie Wahnsinn, wie schnell diese, ja jetzt 5 Monate glaube ich, 5 Monate vorbeigegangen sind. Ich bin gerade auf dem Weg zum Zahnarzt, kriege eine Beißschiene oder so eine, ja, nennen wir es einfach Beißschiene. Das ist quasi wie so ein Update zu meinen Ohrenschmerzen. Ihr wart ja im Prinzip bei allem dabei, was ich gemacht habe, was ich habe untersuchen lassen, was ich habe testen lassen etc. Und einfach auch um diese CMD-Erkrankung auszuschließen oder gleichzeitig zu behandeln, wie auch immer, habe ich eben meinem Zahnarzt auch davon erzählt. Und der macht mir jetzt eine Beißschiene oder hat die mir fertig gemacht, als ich letzte Woche da war. Die gehe ich jetzt quasi anprobieren und dann abholen. Sandra ist unterwegs, wird sie euch gleich erzählen. Eine ganz kurze Sache noch zum Job. Auch da wollte ich euch, habe ich euch ja immer versprochen, ich halte euch auf dem neuesten Stand. Es geht so in die absoluten Endzüge jetzt. Also ich habe quasi einen unterschriftsreifen Aufhebungsvertrag meiner alten Dienststelle vorliegen, den ich allerdings noch in 1 oder 2 Punkten ergänzen werde, da bin ich im Moment auch noch am Besprechen, und kriege von meiner neuen Agentur heute, morgen, spätestens Freitag wohl, dann auch den neuen Vertrag vorgelegt, sodass ich am 4.7. endlich mit meiner neuen Arbeit starten kann. Also es ist langsam mehr als nervig, immer und immer weiter zu warten. Deswegen bin ich so froh, endlich wieder anfangen zu können. Wie lange war ich jetzt zu Hause? Weiß es gar nicht. 3 Monate. 3 Monate. Habe zwar immer ein bisschen was von zu Hause arbeiten können, aber es ist einfach unfassbar ätzend. Ich möchte endlich wieder arbeiten und bin froh, wenn es dann nächste Woche wieder startet. Denn ihr könnt euch nicht vorstellen, also es hört sich vielleicht im ersten Moment, hört sich das vielleicht ganz cool an. Ja gut, bezahlter Urlaub kann man es jetzt nicht nennen, weil so viel Geld habe ich auch nicht bekommen, aber im Prinzip war es was Ähnliches wie bezahlter Urlaub. Aber ich bin froh, endlich wieder arbeiten zu können. So, wieder auf dem Rückweg. Ging echt schnell. Jetzt zeige ich euch das Ding mal. Wunderschön. Wunderschön, Moment. Wunderschönes Teil, oder? Das darf ich jetzt jede Nacht tragen. Soll es vor allem jede Nacht tragen. Sie sagte, es kann sich am Anfang echt schlimm anfühlen. Sollte aber relativ schnell besser werden. Mal gucken, wie ich das Ding hier wieder eingepackt kriege, ohne dass es auf den Boden fällt. Soll mir wohl Besserung bringen. Jetzt ist es mit meinen Ohrenschmerzen zum Glück in den letzten Tagen echt besser gewesen. Aber ich merke immer mal wieder, wenn ich nachts wach werde, dass meine Ohrenschmerzen dann doch nicht mehr ganz so präsent sind, wie sie mal waren, aber sie sind immer wieder da. Und ich kann mir, weiß ich nicht, also ich habe auch immer noch so ein dumpfes Gefühl im Ohr. Ich müsste also definitiv auch nochmal zu einem HNO-Arzt, um nochmal abchecken zu lassen, ob nicht vielleicht doch noch irgendwas von der Mittelohrentzündung da ist. Weil ich habe sie jetzt auch nicht wirklich behandelt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich habe sie einfach ausklingen lassen, ohne Medikamente, ohne alles. Und habe halt immer noch so das Gefühl, als hätte ich Wasser im Ohr. Ich weiß es nicht, ob es vielleicht durch diese Kiefersache oder durch eine Mittelohrentzündung entstanden ist. Das werde ich auf jeden Fall noch abchecken lassen. Jetzt werde ich erstmal diese Schiene ein paar Wochen tragen und hoffe, dass dann wirklich dieses ganze Theater vorbei ist. Einen wunderschönen guten Morgen. Wie ihr seht, ich bin mal wieder im Homedress unterwegs. Ich bin heute tatsächlich noch nicht vor die Tür gegangen. Wir haben ja hier noch Bauarbeiter, wollte ich gerade sagen, da. Der Maler ist ja noch da. Ja, ich warte jetzt noch, während Julian beim Zahnarzt ist. Ich weiß nicht genau, ob der Maler zuerst fertig ist oder ob Julian zuerst vom Zahnarzt wieder zurück ist. Denn ich habe nachher auch noch einen Termin. Ich muss heute noch zum Schneider. Das ist die erste Sache, die ich auf jeden Fall erledigen muss. Denn ich habe ja das Kleid zum Kürzen da abgegeben. Das hole ich heute ab. Dann habe ich einen Termin, um meine Wimpern auffüllen zu lassen. Das habe ich
vor 2 Wochen das erste Mal machen lassen. Ich wollte es halt einfach mal ausprobieren und ja, ich bin gespannt, wie es heute wird. Es hat beim ersten Mal jetzt so semi-gut gehalten. Ich zeige euch das mal. Also hier sieht man schon, dass noch recht viel dran ist, sage ich jetzt mal. Aber hier auf der Seite, ich hoffe, man kann es sehen, da sind halt schon echt viele auch abgefallen, ne? Ja, wie auch immer, Schneider, Wimpernfee. Und dann wollte ich heute Nachmittag noch zu meiner Mama fahren, einen Kaffee trinken, weil die habe ich jetzt auch schon wieder gefühlt eine Ewigkeit nicht gesehen, obwohl die eigentlich nur 10 Minuten von uns entfernt wohnt. Da werde ich dann mit Mirko mal hinfahren. Ich weiß noch nicht genau, ob Julian mitkommt, weil er wollte seine Tochter, glaube ich, heute auch noch aus dem Kindergarten abholen. Dann ist die noch hier bis späten Nachmittag und ich weiß nicht, ob das dann nicht zu viel wird, wenn wir dann alle zu meiner Mom fahren, weil die ist darauf nicht vorbereitet. Ich habe heute nach ein paar Tagen mal wieder Silbershampoo benutzt. Ich muss sagen, dass man direkt sieht, dass das nicht mehr ganz so gelb ist, ne? Also klar, man sieht hier immer noch diese Stufe, weil ich habe hier, das war mal so eine Art Balayage. Und dann bin ich immer zum Strähnenmachen gegangen und man sieht halt, die Strähnen gehen zwar noch irgendwo bis hier oben, aber es ist hier halt nicht so durchgängig, ne? Also ich muss auf jeden Fall nochmal hin. Ich gucke mal, ob ich das jetzt nächsten Monat oder so mache. Weil ich sage euch ganz ehrlich, Mädels, also falls ihr keine langen Haare habt, dann macht es am besten auch nicht. Und wenn ihr lange Haare habt, dann lasst euch keine Haare färben, weil das ist so extrem teuer. Als ich meine Haare damals noch immer braun gefärbt habe, so ein ganz dunkles Braun, weil ich habe ja hier so einen Straßenköter irgendwie, so ein, ich weiß nicht genau, ob das hellbraun ist oder dunkelblond, habe ich die mal selber gefärbt und es hat auch gut geklappt und das war auch vor allem viel günstiger, aber Strähnen ist in der Länge einfach etwas kostenspieliger und vor allem muss man das auch noch regelmäßig machen lassen, weil sonst, wie ihr seht, hat man einen extremen Ansatz. Das ist mein Tagesplan. Ich werde mich jetzt aber erstmal in die Wäsche begeben. Und bestimmt kommt gleich der Maler auch von seiner Frühstückspause wieder. Dann muss ich dem die Tür aufmachen. Aber vorher trinke ich erst noch meinen Kaffee. Ready to go. Man ignoriere die Adiletten, aber ich bin jetzt umgezogen und ich mache mich jetzt auf den Weg zur Wimpernfee. So, liebe Leute, wir gehen jetzt zum Laden von der lieben Larena. Ja, ich freue mich auf meine neuen Wimpern. Hi! Ich mach das andere nicht aus. Soll ich Schuhe ausziehen? Ja, auch nicht. Ja. Und den Meister hatte ich halt vorher gemacht, auf jeden Fall. Mhm. Aber dadurch, dass ich halt mit meiner Ex-Chefin die Extensions gelernt habe, dachte ich, naja gut, ich weiß, dass relativ viele die Extensions haben auch und dann Verlängerung haben. Mhm. Bietet sich ja natürlich an. Ne? Mhm. So, jetzt habe ich natürlich meine Brille wieder an, weil ich sonst nichts sehe. Nur ich ziehe sie immer aus, wenn ich zu Larena fahre, weil mit Kontaktlinsen stelle ich mir das ziemlich unangenehm vor. Ich ziehe sie aber jetzt nochmal aus, damit ihr nochmal gucken könnt. Ich hoffe, man kann es jetzt gut sehen. Sind wieder fresh. Und jetzt müssen wir noch zum Schneider. Last Stop. Änderungsschneiderei. Da ist das gute Stück. Ich werde es zu Hause nochmal anprobieren. Aber sie sagt, es hätte alles gut geklappt. Habe ich die Schuhe auch umsonst mitgenommen. Ich dachte eigentlich, ich müsste nochmal hier anprobieren. Aber das machen wir dann einfach zu Hause. Da kommt man nach Hause, wirft sich schnell in die Bikini-Klamotten,
und möchte eigentlich runtergehen, möchte sich vorher noch vergewissern, wie es den Katzen geht, weil die sich irgendwie noch gar nicht gezeigt haben, seitdem wir wieder hier sind. Und ich zeige euch jetzt mal, wo ich sie vorgefunden habe. Total verpennt, dass sie jetzt überhaupt wach ist, ist ein Wunder, weil sie lag gerade noch genauso scheintot wie der Große hier. Oh, hallo. Oh, keine Lust auf Kamera heute, hm? Die Kamera scheint irgendwie überhitzt zu sein. Sie geht gerade nicht an, deswegen filme ich jetzt einfach kurz mit dem Handy. Ich muss euch sagen, es ist gerade einfach viel zu heiß hier oben im Dachgeschoss, um euch das Kleid zu zeigen. Wenn ich mich jetzt reinzwängen würde, müsste ich es danach wahrscheinlich in die Reinigung geben, um es wieder sauber zu bekommen, weil ich alles vollschwitzen würde. Ich zeige euch das heute Abend, wenn es ein bisschen abgekühlt ist. Wir gehen jetzt erstmal eine Runde in den Pool zum Abkühlen und das Kind bespaßen. Die Kleine von Julia ist auch schon wieder abgeholt worden. Und jetzt brauche ich ein bisschen Sonne. Wir sind jetzt aus dem Pool wieder oben. Ich muss jetzt Julian mal ganz lieb fragen, ob der mir gleich mein Kleid aus dem Auto mit nach oben bringt. Weil er wollte jetzt was zu essen holen gehen. Kuckuck. Und dann frage ich ihn mal ganz lieb. Schatz! Möchtest du, wenn du jetzt gleich was zu essen holst, vielleicht mein Kleid mit aus dem Auto hochbringen? Aber natürlich möchte ich das. Ich liebe dich. Ich habe es schon oft vergessen. Und ich wollte es euch auch noch zeigen. Also zeige ich es euch gleich. Bring's gleich mit, ja. Danke. Da ist das gute Stück. Bin ich. Und jetzt ist es auch von der Länge her perfekt. Ich trete nicht drauf, kann mich bewegen, kann laufen, ohne Angst haben zu müssen, dass ich drauf trete. Träger haben wir auch gekürzt, sodass ich mich jetzt auch wohlfühle, ohne BH. Wir sind ja nur diese Polster. Und jetzt sitzt es. Jetzt muss ich mich nur noch daran begeben, mal mir zu überlegen, was ich mit meinen Haaren mache an der Hochzeit, weil die einfach so glatt runterhängen zu lassen, sieht ja dann doch schon ziemlich langweilig aus. Eine Freundin von mir, also die Trauzeugin, die liebe Anni, die möchte gerne ihre Haare hochstecken, aber ich kann sowas halt einfach nicht. Deswegen muss ich mir dann noch ein bisschen Gedanken drüber machen. Ich mir so Wellen reinmache oder keine Ahnung. Ich bin wirklich überfragt. Vielleicht habt ihr einen Tipp, wie ich meine Haare schick kriege, ohne viel Aufwand und ohne, dass ich dafür irgendein Talent brauche. Denn selbst mit irgendwelchen Videos, ich habe es schon mal probiert, ich kriege das nicht hin. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Vlog. Und bis dahin, macht's gut. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay,